Hallo ihr Lieben, hier ist Edda, eure Personal Trainerin. In diesem Video wollen wir mit zwei kurzen, knackigen Übungen unsere Körpermitte fit machen. Das machen wir im Liegen, brauchen dafür eine Matte, ein bisschen weich, aber nicht zu weich, und bequeme sportliche Kleidung ist von Vorteil, und dann kann es schon losgehen. Bauch und Beckenboden immer einziehen, wir beginnen. Einmal kurz die Körpermitte zu mobilisieren, die Beckenschaukel, dann ziehen wir Bauch und Beckenboden ein, halten die Spannung und kommen einmal nach unten, um dann über den Kniestand in die Rückenlage zu kommen oder so, wie es für euch am besten geht. In der Rückenlage Bauch und Beckenboden einziehen, die Beine stellen wir an, Kinn zur Brust, Nacken lang. Ziehen den unteren Rücken fest auf den Boden, indem wir Bauch und Beckenboden einziehen. Ziehen den Brustkorb flach. Das ist also die Grundposition, dass der Bauch flach, fest und kurz ist. Der Beckenboden ist nach oben innen gezogen und der Rücken ist flach, fest und breit auf dem Boden. Wir lassen den unteren Rücken immer ganz fest im Bodenkontakt. Das ist wichtig. Und nehmen dann die Knie zu uns heran, Kinn zur Brust, Nacken lang. Wir nehmen die Arme zur Seite. Und ziehen jetzt im Wechsel mit den gestreckten Armen an den Beinen vorbei. Einmal rechts, einmal links. Das Kinn bleibt immer zur Brust gezogen, der Nacken lang. Knie und Arme ziehen also diagonal aneinander vorbei, so weit wie möglich. Wir können uns auch daran orientieren, dass wir hier das rechte Knie zur linken Schulter und das linke Knie zur rechten Schulter bzw. an der Schulter vorbeiziehen. Wir lassen das Kinn immer Richtung Schlüsselbein ziehen, gehen weit nach vorn über die schräge Position, und so brauchen wir Bauch und Beckenboden in der Kräftigung. Der Rücken wird mobilisiert, Bauch, Beckenboden, unterer Rücken werden also ins Gleichgewicht gebracht. Und immer beim nach vorn ziehen mit der Ausatmung den Brustkorb flach ziehen. Das ist dann der obere Bauchanteil, der hier aktiviert wird. Dann bleiben wir in der Position, ziehen uns mit kleinen, kräftigen Bewegungen immer so weit wie möglich zusammen. Hier spüren wir jetzt schon ganz kräftig die schräge Bauchmuskulatur. Und dann nochmal zur anderen Seite nach vorn. Hier wird also der Bauch und der Beckenboden kräftig, der Rücken gestreckt. Die Hüfte ist jetzt in der Beugung und wir möchten hier jetzt eine zweite Übung dazu ergänzen, damit die Hüfte auch wieder in die Streckung kommt und das Gesäß noch mit dabei ist. Dafür nehmen wir die Arme neben den Körper, Kinn zur Brust, Nacken lang. Wir setzen die Füße dicht am Gesäß auf. Mit den gestreckten Armen, Armrückseite fest auf den Boden gezogen, von den Fingerspitzen die Hände flach bis zu den Schultern, alles fest gegen den Boden schieben, Kinn zur Brust, Nacken lang. Also hier sind die Arme und der Schultergürtel schon fest auf dem Boden, als wollten wir einen Abdruck hinterlassen. Dann nehmen wir das rechte Bein ganz gestreckt nach oben und schieben uns aus der linken Hüfte heraus, so weit wie möglich nach oben. Dabei lassen wir die Arme auf dem Boden, die Schultern weg von den Ohren. Immer mit der Ausatmung kräftig nach oben schieben. Der Gesäßmuskel ist zuständig. Und dann wechseln wir einmal rechtes Bein ab. Aufstellen, Kinn zur Brust, Nacken lang, unteren Rücken immer mal wieder zum Boden ziehen, damit wir hier die richtige Orientierung für Bauch, Beckenboden, unteren Rücken haben. Und mit dem linken Bein Richtung Decke ziehen. Die Schultern bleiben immer weg von den Ohren. Zum einen ist der Gesäßmuskel zuständig, um die Hüfte zu strecken. Wir lassen aber auch die gestreckten Arme und vor allen Dingen die Schultern fest gegen den Boden schieben und abrollen. Noch einmal schräg nach vorn. Soll also wirklich ein kurzer Übungsdurchlauf sein, wo ihr den Rumpf kräftigt, mobilisiert,
Bauch, Beckenboden, Rücken, Hüfte, Hüftbeuger, Gesäß ins Gleichgewicht bringt mit diesen zwei Übungen. Und nochmal ein bisschen halten mit kleinen Bewegungen. Die rechte Schulter zieht weit von links an der Hüfte vorbei und zur anderen Seite. Kräftig nach vorn ziehen, ablegen, Kinn zur Brust, Nacken lang. Nochmal die Arme neben den Körper. Unteren Rücken fest auf dem Boden, also wieder die Körperrückseite fest auf dem Boden schmiegen, Armrückseite, Schultergürtel, rechtes Bein nach oben und immer den Gesäßmuskel mit der Ausatmung fest anspannen, Schultern weg von den Ohren, Kinn zur Brust, Nacken lang, bleibt nochmal in der oberen Position hier und wechseln, rechtes Bein abstellen, linkes Bein nach oben und strecken. Gesäßmuskel streckt den Hüftbeuger. Und kleine Bewegung nach oben. Dann nehmen wir die Beine heran. Wenn sich der untere Rücken noch bemerkbar macht, dann könnt ihr zur Ergänzung noch einmal hier mit den Armen neben dem Körper liegend die Knie Richtung Nasenspitze ziehen. Hier seid ihr also schon im Bonusprogramm. Und nochmal ziehen, ziehen, ziehen. Kinn zur Brust, Nacken lang, Schultern weg von den Ohren. Das Gesäß ist vom Boden gelöst. Im unteren Rücken kann auch der Dehnreiz zu spüren sein. Und locker lassen. Arme und Beine Richtung Decke locker ausschütteln. Tief durchatmen. Bauch, Becken, Boden einziehen. Wir drehen uns über die Seite in den Kniestand. Hier können wir die Zehenspitzen etwas aufsetzen, Fersen nach hinten schieben, dass wir gleich noch die Dehnung für Fußsohle, Achillesbereich und Wade haben. Dann schieben wir das Gesäß zur Decke, strecken die Kniekehlen, Zehen, Nasenspitze und Brustkorb zu den Oberschenkeln, schieben uns lang aus den gestreckten Armen heraus und kommen mit den Händen zu den Füßen heran, ziehen Bauch und Beckenboden ein. Und rollen uns Wirbel für Wirbel nach oben auf, langsam und gleichmäßig. Einmal locker schütteln und alles ganz locker lassen. Ein bisschen federn. So, das sollte jetzt wirklich so mal eine kleine, kurze, knackige Einheit für euch sein, die ihr morgens machen könnt, noch nicht mal 10 Minuten und ihr habt schon richtig gut was für die Körpermitte getan, auch im Vorbeugen, vorbeugend gegen Hexenschuss, Hüftbeschwerden und so weiter und so fort. So, bleibt gesund und fröhlich. Danke, eure Edda.